Diesen Weg auf den Platz kennt Peter Schöttl nur allzu gut. Hunderte Male führte ihm dieser Weg ins Hanapi-Stadion. Am Freitag begrüßt er erstmals Rapid in der Tipp 3 Bundesliga powered by T-Mobile und zwar als Gegner. Peter Wieselber ist selber Trainer, der was seine Mannschaften Fußball spielen lässt. Das hat er als Amateurtrainer gezeigt da bei Rapid, das hat er beim Wiener Sportclub, hat man das gesehen an die Mannschaften. Und er hat ja diese Aufgabe übernommen, einfach um dort wieder was zu ändern. Wir gehen in jedes Spiel hinein und wollen das Spiel gewinnen. Das ist das Saisonziel, was dann rauskommt, werden wir am Ende sehen. Von der Platzierung her gibt es jetzt in der Hinsicht jetzt keine Vorgabe. Am Freitag wartet Rapid und das wird unsere nächste große Aufgabe werden. Wir müssen die 3 Punkte machen, es hilft nichts. Wir haben nicht so einen tollen Start gemacht, aber das muss jetzt aus den Köpfen raus. Wir müssen nach vorne schauen und wir brauchen diese 3 Punkte, um unser großes Ziel zu erreichen. Und deswegen müssen wir morgen ganz konzentriert auftreten, egal welche Platzverhältnisse es sind, wir wollen die 3 Punkte machen. Der Peter geht einmal so davon aus, dass er sagt, es wird so wie in Mattersburg sein, ein harter Platz, uneben halt und ja. Mit den Gegebenheiten müssen wir uns natürlich füreinander setzen, aber da muss man auch eine positive Einstellung dazu finden. Vor allem nach der Auftaktniederlage in Linz sind die Hütteldorfer gewarnt. Ich glaube, dass wir ähnlich wie das erste Spiel im Herbst gegen Mattersburg da einfach sehr viele Fehler gemacht haben. Damals hat es uns wachgerüttelt, ja, und wir haben wirklich eine tolle Herbstsaison gespielt. Und ich hoffe, dass es in dem Fall auch ist. Es sind einfach sehr viele Punkte, die einfach nicht so gepasst haben, wie man es sich vorstellt. Aber ich glaube und bin davon überzeugt, dass das auch ein Wachrütteln war und dass das morgen alles dann ganz anders ausschauen wird. Dass man Spiele verliert, ist ganz normal und deswegen werden wir nicht in irgendwas verfallen, wenn wir das Auftaktspiel verloren haben. Gerade bei Niederlagen sollte man da mehr die Ruhe bewahren. Und das hat auch in der Vergangenheit eigentlich gezeigt, dass das der richtige Weg ist.